Franz. Herzlich willkommen bei der Sendung «Einfach Mensch». Ich bin der Jesse Rich und ich habe Besuch bekommen von Lukas an einem ganz speziellen Ort aus meiner Kindheit. Und genau hier hat alles angefangen, Jesse, oder? Das kann man sagen. 27, wahnsinnig, wenn man so ein bisschen zurückschaut, 27 Jahre. Und du hast schon viel mehr erlebt als wahrscheinlich der Durchschnittsschweizer oder die, die hier leben. Wahnsinn. Ja, es ist, ich weiss nicht, was der durchschnittliche Schönbühler erlebt. Schönbühler, aber, genau, müssen wir sagen. Ja, aber nein, ich durfte mega viel erleben, mega viel rumkommen. Natürlich durch die Musik und ja, einfach, wo ich auch immer habe. Einfach gerne ein bisschen rumkommen und einfach viel sehen und probieren. Aber hier hat alles angefangen, oder? Hier Urten, schön Bühl, da bist du in die Schule, alles, was man sieht, ringsum, da hast du wahrscheinlich deine ersten Streiche vollzogen, die Lehrer geärgert, ich weiss nicht, wir schauen noch ein bisschen, was du für ein Schüler bist. Was mich auch noch interessiert, Jesse Rich, das klingt ja extrem nach einem Star, nach einem Künstler, ist das auch wirklich dein Name? Das ist wirklich mein Name, also Jesse ist mein erster Vorname und Rich mein zweiter Vorname und der Gedanke war so ein bisschen, mein Vater hat ja auch Musik gemacht und hat immer gesagt, ja, mein Sohn, der muss auch mal so ein bisschen einen Künstlernamen bekommen, weil der wird sicher auch Musik machen. Und dann ist irgendwie, hat er mir gleich taufen wie sich, also er ist Ricky und hat auch wollte Ricky heissen, ist aber nicht gegangen und hat so etwas abgewandelt zu Ricky, Rich gesucht und so ist der zweite Name. Entstanden. Also da hat er etwas Gutes gemacht, oder? Ja, das kann man sagen. Ich habe das nicht schlecht gespürt. Grossartig. Wenn man auf deine Homepage geht, schaut, einfach, dass wir jetzt schon mal ein bisschen vorher schauen. Wir starten dann auch schon noch im Ursprung. Aber mir ist aufgefallen, wenn man auf deine Homepage geht, schaut, man sieht extrem viele Stationen, die du schon gemacht hast. Bei grossen Stars auch schon, bist du auf der Bühne gestanden, mit dabei bist, Vergangenheit und die Zukunft. Was man nie sieht, ist DSDS. Ganz bewusst, willst du das einfach gar nicht so publik haben. Ja, es ist schon bewusst. Also, es ist halt das Ding, so ein bisschen, man hört das immer, so ein bisschen, man wird gerne so ein abgestempelt. Oder so ein bisschen, halt, es ist halt der von DSDS, der hat dann die Castingshow gemacht. Ja, es ist gleich wie bei der Miss Schweiz. Es ist irgendwie die ewige Ex-Miss Schweiz. Und irgendwie einmal machst du es wie nicht mehr hören. Nicht, weil es schlecht ist, sondern einfach, weil ich denke, also, ich habe so viel gemacht in den letzten 7-8 Jahren, die jetzt seither vergangen sind. Und ich werde eigentlich diese Sachen können hervorheben, die für mich nachher eigentlich auch die wahren Erfolge waren. Und das war echt so die Sprungbrett, der Startschuss zu allem eigentlich. Aber wenn du zurückschaust, wärst du heute am gleichen Ort ohne die SDS? Oder? Ich würde sagen, nein. Also ich habe das Gefühl, der Weg wäre sicher ganz ein anderer gewesen. Ich sage nicht einfacher oder schwieriger, ist schwierig zu sagen, aber sicher ganz anders. Ich bin natürlich sehr schnell an ein grosses Publikum hergekommen durch die Sendung. Viele dürfen begeistern dann und weiss noch, wie dann Urten Schönbühl hat mitgefiebert an die Heimat. Und es war eine unglaubliche Zeit gewesen. Und ich will es auch nicht anders machen. Also, ja. Eins interessiert mich noch, dann lassen wir den SDS den ein bisschen beiseite. Aber wo es darum ging bei der Sendung, wo nicht du gewonnen hast, sondern auch Berner, Luca Henni, was war das für ein Gefühl für dich? Ja, also im ersten Moment sicher eine Enttäuschung. Also ganz klar, du stehst dort und die Leute schauen zu und du weißt, du bist so nah an diesem Finale und du weißt, du könntest eigentlich das Ding jetzt auch gewinnen. Weil, wir waren noch zu dritt gewesen und wir wussten, jeder von uns hat das Zeug dazu, jeder von uns hat schon Fans aufgebaut über die Zeit und einfach gewusst, es war so knapp gewesen und hat nicht gelangt. Das ist natürlich die Enttäuschung im ersten Moment riesig. Nicht, weil wir es dem anderen nicht mehr gönnen. Wir sind wirklich bis heute sehr, sehr gut befreundet. Und er hat es super gemacht. Also, es hat auch verdient. Es wäre ihm nicht anders gegangen. Aber klar, es platzt der Traum im ersten Moment. Ja. Hast du noch Kontakt mit dem Luca? Wir haben immer noch sehr regelmässig Kontakt. Probieren immer mal irgendwie uns zu treffen. Es ist halt schwierig. Er macht Musik, ich mache Musik. Ja, er ist ganz anderen Orten unterwegs als ich. Und es ist aber schwierig, sich zwischendurch ein bisschen Zeit zu nehmen. Also komm, jetzt schauen wir aber hierher, wo eigentlich wirklich alles angefangen hat. Hier Urten, Schönbühl, eigentlich noch so recht ein beschauliches Dörfli, ein Käffli, kann man sagen, oder? Was bist du so für ein Schüler gewesen? Also darf ich jetzt kein Seich erzählen, sonst schauen sicher gewisse Lehrer zu. Das, ja. Nein, also ich war eigentlich ein guter Schüler gewesen. Also ich habe schnell gelernt, ich war auch fleissig und bin auch sehr, sehr gerne in die Schuss. Darf ich wirklich sagen, also ich habe gerne Aufgaben gemacht, ich habe gerne gelernt. Aber ich war halt sehr lebhaft gewesen. Also, lebhaft ist glaube ich so ein schönes Wort. Also, ja, das sagt es. Nicht einfach handelbar. Ja. Nein, also ich war eher laut gewesen, eher der, der halt andere hat dazu ein bisschen motiviert, auch noch ein bisschen laut zu sein. Und die Lehrer haben manchmal natürlich fast durchgedreht an mir. Und gleich haben sie mich aber gleich auch gerne gehabt. Also ich bin so ein bisschen
gleich irgendwie so der Pausenklon gsi, aber ja, gleich eine gute Seele im Schulzimmer. Also irgendwie so, ja, ich glaube, es ist jetzt keiner da, der würde sagen, schrecklich da. Nein, es war eine coole Zeit. Hast du noch Kontakt heute so zu Mitschülern oder ist das völlig abgebrochen? Nein, eigentlich. Also noch sehr viele Freunde aus der Schulzeit, aber nicht zwingend Klassenkameraden. Ja. Das ist eigentlich schon recht auseinandergegangen. Wir hatten noch nicht mal ein Klassentreffen bis heute. Also, gut, das ist ja noch nicht so lange. Nein, wir haben noch ein bisschen Zeit. Die meisten machen es nach 40, 50 Jahren das erste Mal. Genau, und, wir warten noch ein bisschen. Noch ein Moment. Du wohnst ja heute nicht mehr in Urtenen-Schönbühl. Du bist ein bisschen weggezogen, ich glaube. In eine schöne Richtung, kann man sagen, oder? Du wohnst am Thunersee. Genau, also ich wohne nicht ganz am Thunersee, aber zu Thun. Und ich kann die Straße überqueren, bin ich gerade an der Aare. Also das ist sicher ein wunderschöner Platz. Ja, ich habe einfach für mich so ein neues Umfeld gebraucht. Irgendwie halt so ein bisschen, ja, in diesem Dorf kennen die Nero auch nach dem Erfolg. Dann war dann auch sehr schnell sehr anstrengend gewesen. Dann gehst du einkaufen zum Bäck und irgendwie ständig wirst du angesprochen. Und es war dann ein riesen Hype gewesen, den ich gestartet habe. Und er ist so eigentlich ziemlich schnell, haben wir das Gefühl, wir müssen ein bisschen weg, einfach irgendwo so ein neues Leben. Du redest von mir. Wer ist denn mir? Die Eltern sind nicht so. Nein, nein, meine damalige Partnerin, also wir haben also meine Ex-Frau eigentlich, ja. Ist noch ein bisschen komisch, was noch relativ frisch ist, aber es ist so. Sie dann, ja, haben gesagt, wir ziehen weg und haben dort so ein bisschen unser Nestchen halt gebaut. Mhm. Genau. Du redest jetzt von Ex-Frau, heisst das, du bist geheiratet gewesen schon? Ich bin schon geheiratet gewesen, ja. Wow. Ja. 27? Schon geheiratet und schon geschieden? Ja, ich habe immer gewusst, dass ich will. Ja, ich habe immer gewusst, dass ich will. Nein, es ist schnell gegangen, aber eine lange Beziehung, eine sehr schöne Beziehung. Und dann ist man sich auch plötzlich, so, wenn man so jung zusammenkommt, ja, auseinandergelebt. Hat es dich auch mit deinem Erfolg zu tun? Hat dich das verändert? Ich sage selber nein. Andere würden vielleicht sagen, ja, es ist selber nicht mehr immer etwas anders war. Aber auf jeden Fall, ich hatte natürlich immer halt einen grossen Traum gehabt. Und ich bin selbstständig, ich bin ein Krampfer und ich bin immer gerne am Arbeiten. Und es ist ein grosser Teil von meinem Leben. Und es ist sicher nicht immer einfach, sei es in der Beziehung oder eben auch Zeit für Freunde und so. Aber es ist halt ein Teil, ja, ein grosser Teil von mir. Wenn man deine Ex-Frau würde fragen, würde sie sagen, ja, der Jesse, der ist völlig abgehoben, der ist, ich weiß nicht, der lebt in einer ganz anderen Sphäre und das hat einfach nicht gepasst. Würde immer so etwas hören von ihr, oder? Nein, hundertprozentig nicht. Okay. Nein, also sie ist, ich würde sagen, sie hat eigentlich das immer sehr unterstützt, hat das auch gut gefunden und ist ein wichtiger Bestandteil von dem ganzen Entstehen, wie das mit mir alles angefangen hat. Mhm. Aber ja, ich glaube, sie würde auch eher sagen, vielleicht hat es für sie nicht mehr gestimmt. Aber ich habe eigentlich nicht ich habe nicht viel anders gemacht, als ich früher gemacht habe. Manchmal ist es einfach so, manchmal stimmt es halt einfach nicht mehr. Genau. Man entwickelt sich im Leben und ja, wenn es dann nicht passt. Aber kommt, wir bleiben noch ein bisschen hier in Schule. Die meisten Schulkinder die werden irgendwo ein bisschen gezwungen zum Flöteln. Oh ja. Hast du das auch müssen? Klar, ich habe geflötelt. Ich bin jetzt in der Schülerband, gerade hier unten beim Lesesaal. Ja. Habe ich meine ersten musikalischen Versuche eigentlich dann können starten. Und welche Stilrichtung war das denn? Ja, alles Mögliche. Dann hat man einfach Charts. Man hat natürlich alles nachgesungen, was in war. Und hat natürlich mit den Schülerbändern so, ja, die Songs halt nachgesungen. Ich kann mich noch sehr gut, ja, mega gut an die Zeit erinnern. Mhm. Du hast ja relativ früh, ich glaube 2013, wenn ich richtig geschaut habe, hast du schon dein erstes Album rausgebracht, das Dance R&B-Album. Wie lange hast du so Vorlauf gebraucht für dein Album? Ist das schon ein bisschen von Schulzeit an passiert? Oder ist das. Jetzt komme ich auch gleich noch mal mit DSDS. Ist das erst nach DSDS? Das war ja 2012, glaube ich. Genau. Ist das von denen entstanden oder schon viel, viel weiter vorher? Hat das schon lange gärt im Jesse? Nein, ich habe natürlich immer schon ein bisschen Lieder geschrieben für mich, aber nichts, was ich jetzt den Leuten zum Hören gegeben habe. Nein, es hat wirklich dann gestartet, weil ich natürlich nach dieser Sendung, nach dem Erfolg, auch irgendwie etwas aus dem machen wollte. Also, ich wusste, wenn nicht jetzt. Ja, wenn denn? Das ist die beste Chance. Ich habe noch nie vor so vielen Leuten, noch nie so viele Leute kennt wie dann. Und es ist natürlich, ich wusste, da muss ein Album her. Und dann haben wir natürlich sofort sehr schnell ein Team geformt, ein Produzententeam, das mich unterstützen kann. Weil ich dann nicht ansatzweise dort war, wo ich heute bin, sei es Songs schreiben technisch oder eben auch produzieren. Ich habe Leute um mich gebraucht, die meine Ideen können umsetzen können. Und dann haben wir sehr schnell dann, ja, eigentlich in 3 Monaten. Oder, ja, 3 Monate ein Album extrem eigentlich. Schnell. Ja, sehr schnell. Extrem schnell, ja. Heute sagt man immer, ja, so ein Jahr, 2 lassen wir uns Zeit, um so, wenn so gut ist. Aber dann haben wir die Zeit einfach nicht gehabt. Es hat und das ja, glaube noch 2, 3 nachgekommen, oder? Relativ auch in kurzer Zeit. Also ja. Du hast Vollgas gegeben. Ja, Vollgas es ist einfach wirklich so ein bisschen, irgendwie, hat man dann auch so ein bisschen Angst in so einer erfolgreichen Zeit.
dass wenn man zu lange wartet, man etwas halt verliert oder etwas weggeht. Oder da hast du natürlich immer so das Gefühl, dass ständig Druck, oh, ich muss wieder, ich sollte wieder. Oh, jetzt haben wir schon lange nicht gehört, ich muss wieder. Mhm. Das habe ich zum Beispiel heute nicht mehr. Also heute bin ich viel ruhiger und weiss, ich muss nicht. Ich mache einfach kannst du das heute leisten, weißt du, dass du sagst, jetzt 6 Jahre später, jetzt kann ich mir auch ruhig mal ein Jahr Zeit nehmen und meine Fans, die sind ja, die warten auf mich. Also ich habe die erlebt an ja, Formel E in Bern. Mhm. Und ich meine, du bist auf die Bühne gekommen, dort, ich habe das wirklich miterlebt. Und da ist Post abgegangen. Also die Leute, die sind ja extrem fixiert auf dich und ich glaube, die würden dir recht viel Zeit lassen. Einfach die Hauptsache, du kommst wieder, oder? Ja, ich glaube natürlich, es ist ja oder Zeit lassen. Man muss den Fans auch immer erklären, eben, was man macht und ihnen ja dem Geschehen auch auch mitnehmen auf die Reise, für das ist Social Media super. Du kannst zeigen, was du dran bist. Du kannst nicht einfach ein Jahr nichts von dir hören und dann wieder kommen, ah, boom, da bin ich. Ja. Dann kannst du nicht davon ausgehen, dass deine Fans noch da sind. Also, du musst nebendran extrem viel Fanpflege machen und eben ihnen zeigen, hey, ich bin dran, es kommt etwas, hier gibt es schon mal etwas zum Hören. Einfach, ja, dass sie merken, hey, der macht etwas. Und vor allem dann haben sie den Bezug und dann finden sie es toll, das zu unterstützen. Und das ist natürlich immer ist ein Prozess, der immer passiert ist. Also ich war nie einfach ein Jahr weg vom Fenster. Ist es denn heute gar nicht mehr so unbedingt der Musiker, der zählt? Ist es denn vielmehr eben die ganze, ich sage jetzt einmal, Infrastruktur, dass man weiss, wie man seine Fans angeht, wie man sich ein bisschen an Stange hält, wie man ein bisschen Informationen zuspielt? Ist das heute fast wichtiger als eigentlich jetzt in deinem Fall singen selber? Ich würde fast sagen, ja. Also es ist natürlich durch die ganze Internetwelt und alles, was halt ist gekommen mit Influencern und die Leute, die halt ständig am Handy sind und schauen, was die anderen machen. Es ist irgendwie so eine beeinflusste Zeit. Also man wird wirklich influenziert ja, ja. Von dem, was passiert. Und ich merke schon, dass die Fans, die ich heute habe, die mich jetzt über 8 Jahre lang wirklich aktiv verfolgt haben, das sind Menschen, die an mir Freude haben, also, die mich als Mensch schätzen, die mein Arbeiten bewundern, die meine Musik natürlich auch gerne haben, logisch, aber ich glaube primär schon wegen mir. Mhm. Darum sage ich, Musik braucht es, ganz klar, aber es ist nicht mehr so wie früher, wo du gesagt hast, das ist jetzt der Hit und jetzt finde ich den cool. Ich glaube, heute ist es eher umgekehrt. Mhm. Ich finde den cool und seine Musik gefällt mir auch. Oh, also, es hat sich schon ein bisschen verschoben, das Ganze. Jesse, du hast vorhin gesagt, du bist doch ein bisschen, ich sage es jetzt ein bisschen Berndeutsch, ein bisschen Sörmu gewesen, manchmal, oder? Zwar ein liebenswerter Sörmu. Hat sich das verändert? Bist du das heute auch noch so ein bisschen liebenswerter Sörmu? Oder hast du dich ganz anders entwickelt? Nein, ich glaube, ich bin immer noch genau gleich. Also ich bin auch heute immer noch sehr lebhaft. Darum ist auch das genau der richtige Beruf, den ich ausüben, Musik machen. Und ich bin eigentlich genauso pünktlich, wie ich bin ich unpünktlich. Also ich habe so ein bisschen wie zwei Herzen in mir, die schlagen. Also ich bin oder einerseits die rassige Art, die von Afrika, Vaterseite kommt, dann so ein bisschen die Schweizer Genauigkeit und das Schaffige und eben das Zuverlässige. Ist dann mehr so die Schweizer in mir, sage ich jetzt mal, für es ein bisschen blöd zu trennen. Aber es ist wirklich so. Also ich habe das auch heute noch und ich finde das so, das macht mich aus. Also gute Kombination. Eine gute Kombination, ja. Wer ist dein grösster Kritiker? Oh! Ich würde sagen, die Mutter. Weil sie natürlich das von Anfang an mitverfolgt hat und mega auch aktiv unterstützt hat. Und eben mir hat Sachen ermöglicht, die sicher nicht jedes Kind die Möglichkeit hatte, Gesangsunterricht zu nehmen. Auch wenn sie dafür halt sehr viel arbeiten musste. Aber sie haben mir das immer probiert zu ermöglichen, weil sie früh einfach gemerkt haben, der hat Freude an dem, der blüht auf, macht nichts Dümmeres. Ja, in dieser Zeit, oder? Ich bin halt, wo andere Kollegen eben, vielleicht draussen halt schon haben Bier trinken oder haben die erste Zigarette probiert, bin ich halt daheim gsi und habe meine ersten Lieder geschrieben oder bin halt in Gesangsstunde oder habe noch geschuttet. Und darum war sie natürlich schon sehr eine Kritikerin auf diesem Weg, auch heute noch. Also, wenn ich etwas Neues habe, schicke sie eigentlich fast immer als Erstes. Und was sagt sie, wenn du ihr jetzt das schickst? Kommt einfach zurück, super, Jessie, mach das so? Oder ist sie wirklich kritisch und sagt, nein, das bist doch nicht du? Ja, sie ist sicher vom Grundgemüt her immer stolz auf das, was ich mache. Und sie versucht auch immer, mir das sorgfältig zu sagen, wenn sie es jetzt nicht so toll findet. Aber sie ist kritisch. Also sie sagt auch mal, das gefällt mir jetzt nicht. Oder warum der Text ist schon ein bisschen krass. Oder das sagt sie schon ganz ehrlich, wenn sie das Gefühl hat. Und das ist auch wichtig. Und du hörst dann auch wirklich auf das? Hast du schon etwas verändert, oder deine Mutter gesagt, Jessie, das ist jetzt ein bisschen... Ich versuche mir die Sachen zu Herzen zu nehmen, aber ich weiss auch, dass ihre Meinung halt wieder aus einer anderen Sicht kommt. Sie hört halt als Konsument, was sicher wichtig ist. Aber ich habe mir dann meistens so Überlegungen gemacht zu dem, was ich mache. Und darum lasse ich mir das auch nicht immer gerne über den Haufen reden. Also, es ist so ein bisschen eine Mischung.
Wenn man dich heute so sieht, Jesse, dann habe ich das Gefühl, das ist ein junger, selbstsicherer Mann. Gibt es aber auch Momente, wo du extrem zweifelst, vielleicht an dir, an dem, was du machst? Ja, die gibt es jeden Tag. Also ich wirke schon selbstsicher, aber ich würde nicht sagen, dass ich das zwingend immer bin. Also, ich bin einfach einer, der immer ein Ziel hatte und den Weg irgendwie hat versucht zu gehen. Ja, das mache ich auch heute noch. Der Traum, den ich zum Glück habe und auch das Talent, das ich darf haben, das ich bekommen habe. Einfach, das war natürlich immer mein Motor. Mhm. Oder? Aber ich würde sagen, ja, ich bin sehr feinfühlig, sehr sensibel. Und das gehört mal in meiner Musik. Also, das ist ja, schon eher sensibel, als jetzt so hier bin ich und selbstbewusst. Mhm. Ja. Wann hast du das letzte Mal so richtig brüllt? Oh, das ist, da kannst du mir einen Film geben. Sicher? Ja, nein, wirklich Horror. Also ich bin wirklich so nah am Wasser gebaut und eben irgendeine schöne Szene. Es muss manchmal nicht einmal traurig sein, es kann einfach auch einfach schön sein. Ich bin zum Beispiel jemand, mich berührt das Glück von anderen Menschen extrem. Also ich bin jemand, wenn ich eine Szene sehe, wo, irgendwie, wo ich merke, jetzt ist jemand mega glücklich, dann kann ich rennen. Also es ist für mich so wie, es berührt mich einfach. Ich weiß nicht warum, also wenn es nicht mein Glück ist, aber ich einfach Freude, wenn andere Freude haben. Und ich glaube, das ist auch das, was mich so motiviert, Musik weiterzumachen, auch wenn es manchmal wirklich ein Herzgeschäft ist. Und manchmal auch, ich denke am Morgen, warum? Oder warum jetzt wieder? Und das ist schon extrem zeitintensiv und es kostet alles mega viel. Ja. Obwohl die Leute einfach heute einmal klicken und weg und klicken und weg. Ja. Aber es ist schnelllebig. Es ist so schnelllebig, aber ich stecke so viel Zeit und Geld immer wieder in das. Und ich manchmal denke, das ist ja auch meine Emotion, das sind ja meine Gefühle am Schluss, die man hört. Und es wird dann auch manchmal schon ja, nicht immer so schön behandelt, oder? Und das ist sicher nicht einfach. Jetzt hast du etwas erzählt, oder? Du hast brüllt vor Glück. Wann hast du richtig brüllt so vor Frust und hast gesagt, Gott, ist das eine scheisse Welt? Das ist irgendwie einfach halt alles ein bisschen Alltime, aber du bist ja feinfühlig, sagst, vielleicht gibt es auch Momente, wo du haderisch und sagst, nein, eigentlich passe ich gar nicht. Ich will ja einfach Musik machen. Mhm. Ich will gar nicht in die Maschinerie gedrückt werden. Gibt es so Momente auch? Die gibt es auf jeden Fall. Also, sage jetzt mal so 2 Jahre zurück, wo mein letztes Album rausgekommen ist, wo ich wirklich so sicher war, das ist es jetzt. Wobei es halt jedes Mal. Aber das musst du ja auch haben. Du musst ja überzeugt sein von etwas. Aber wenn du natürlich dann merkst, es bringt nicht den Erfolg, den du dir eigentlich erhofft hast. Und du hast eben, das letzte Album hat so viele persönliche Songs von mir gehabt. Und ich habe so viel das erste Mal in Eigenregie gemacht. Du hast Produzententrollen übernommen. Also ausführend wie auch wirtschaftlich. Und dann merkst du einfach so, okay, ist jetzt wieder ein Album gewesen, einfach für mich. Mehr oder weniger. Ein bisschen hart gesagt, natürlich. Haben auch viele Fans daran Freude gehabt. Aber das siehst du in dem Moment wie manchmal fast nicht mehr, wo einfach dir viel mehr erhofft hast. Und da habe ich sicher also für mich auch manchmal einfach laut rausgebrüllt. Ich habe gesagt, wieso? Wieso funktioniert es bei anderen? Wieso bei mir nicht? Oder? Und es ist nicht weniger gut. Du bist jetzt mittlerweile auch mit wahnsinnig grossen Musikern in der Schweiz unterwegs. Also, ich meine, DJ Bobo ist, glaube ich, einer der grössten, erfolgreichsten, international sogar. Dort bist du mit dabei gewesen, bist zuvorderst auf der Bühne gestanden. Das kann man, glaube ich, so sagen. Und ich glaube, es gibt auch noch Projekte, wo du noch weiter dabei bist beim DJ Bobo. Ist das so ein Kreis, wenn man dort mal drinnen ist, wo man kann sagen, ja gut, weißt, wenn ich unsicher bin, kann man am DJ Bobo anrufen oder ich kann am Göllen anrufen oder ich kann... Macht man das oder ist dort immer noch so ein bisschen eine Missgunst? Trotzdem, weil du grassest ja dann gleich irgendwo oder den Markt ab, wo sie ja irgendwo wollen, ein bisschen abziehen. Ja, also ich kann jetzt wirklich sagen, in dem Fall, wo ich jetzt habe, Freundschaften auch neben der Bühne, die da entstanden sind. Also ich hole, wenn es um Meinungen geht, frage ich, also da spiele ich ja schon so viele Songs. Am Göhle zum Beispiel abgespielt und gesagt, Göhle, sag doch schnell, wie findest du das? Ja, das ist für nichts fort, oder? Und er sagt, Faden gerade, oder wie er ist. Und das ist mega wertvoll. Wenn wirklich von solchen Leuten, die solche Erfolgen haben, kannst du Feedback gratis abholen, weil sie einfach auch wollen, dass du... Wo sie dich auch schätzen und das spüre ich auch. Oder? Ja, ich werde extrem wertgeschätzt und darf ja auch manchmal auch kreativ bei ihnen meinen Senf dazugeben. Und es wird dann manchmal sogar, kommt es noch auf die Platte oder meine Idee. Und das ist auch schön. Das ist wirklich auf Augenhöhe Austausch, der stattfindet. Aber nicht nur auf der professionellen Ebene, sondern auch wirklich freundschaftlich. Bist du schon mal beim Göllen gebrätelt? Hat er so ein Heimetchen oder irgendwo am Thunersee? Ja. Bist du jetzt schon Ja, manchmal schon dürfen. Weißt du, so ein Feuerabend-Schnäpschen oder so. Wenn wir wirklich fertig waren mit der Promotour und einfach wussten, es ist fertig. Und er lebt sehr schön. Und das ist natürlich cool, dass man das so mal sehen darf. Weil für mich ist er ja auch bis vor 2 Jahren eigentlich einfach
der Göller gsi. Also der Mundartstar, der meine Kindheit dann zumal auch beeinflusst hat mit Schwan und all diesen Songs. Und plötzlich stehst du neben mir ihm und redest mit ihm einfach so wie mir jetzt. Und als Kollege, ja, als, und weißt, als einfach, es ist ein total normaler Mensch. Ja. Ja. Und das zeigt aber dann mir auch wieder, dass eben auch ich eigentlich das kann erreichen kann, was er erreicht hat, wenn ich mein Ziel weiterverfolge. Und bei diesen Leuten ist es meistens auch nicht einfach von heute auf morgen passiert. Und du machst ja die bessere Musik als er, oder? Anders! Anders! Okay. Ja, also, anders. Ich muss wirklich sagen, der Göle der kann etwas, das nicht mengen kann. Also, ich sage jetzt nicht einfach nur, wo er jetzt vielleicht hoffentlich nicht zuschaut. Nein, Spass. Er ist einfach ein Bauchtyp. Also alles, was er macht, ja, wirklich ihn schon ein paar Mal aufnehmen für die letzten Projekte, die wir hatten. Also im Studio wirklich hatte ich ihn vor dem Mikrofon gehabt und dann wirklich über Kopfhörer direkt den reinen Klang von seiner Stimme gehört. Und wie er singt, das ist einfach, das ist so natürlich. Mhm. Das ist so authentisch und geht direkt rein. Ich habe die reinere Stimme, ich bin besser Gesang geschult. Mhm. Das würde er sogar unterschreiben. Ja, er ist ein Büzer, der einfach ja, ich habe 12 Jahre lang Gesangsunterricht gehabt. Ja. Ich weiß genau, wie ich meine Stimme einsetzen muss. Ja. Er würde mir sagen, schiss auf das, was du da gelernt hast. Ich singe es einfach so. Und ja. Aber es ist nicht weniger gut. Das ist einfach, aber das ist ja glaube, letztendlich auch das, was die Musik ausmacht, oder? Ob du jemanden berührst. Richtig. Und das ist ja eine gewisse Ehrlichkeit. Genau, was und das kannst du auf verschiedene Wege machen. Oder? Ja. Aber am Ende des Tages, eben, genau wie du sagst, es muss einfach ins Herz. Ja. Und das entscheidet am Schluss die Zuschauer. Nur die Zuschauer, nur das Publikum entscheidet das. Jessie, warum singst du nicht Berndeutsch auch? Bern aufgewachsen, du redest perfekt Berndeutsch. Also, ja, wieso war das nie für dich? Ich hatte einfach immer englische Einflüsse. Also, ich habe immer englische Musik gehört. Meine Vorbilder sind Whitney Houston, Michael Jackson, wirklich alles halt aus dieser souligen Geschichte, die mich eigentlich motiviert, Musik zu machen. Darum war für mich Deutsch gar nicht auf dem gar nicht da. Bis vor kurzem. Ja, ich bin natürlich nach ein bisschen Berührung gekommen, eben jetzt mit den ganzen Künstlern, die ich zusammen arbeiten darf, mit der Mundartmusik zum ersten Mal, und habe plötzlich gemerkt, gefällt mir eigentlich auch noch. Und habe dann auf dem letzten Album mal einen Versuch gemacht auf Mundart, wo ich gemerkt, ui, die Fans finden es irgendwie auch noch gut. Ja, und das ist einfach auch wieder halt aus dem Grund, das ist einfach, du gehst halt ein bisschen schneller ins Herz. Ja. Durch eine Sprache, die... Ist nicht eine Fremdsprache. Genau, oder? Du lässt eher eine Musik in dein Herz rein, die du verstehst. Mhm. Und nicht zuerst noch musst du irgendwie auf Google Translate eingeben, oh, was hat er jetzt gemeint mit dem? Mhm. Sondern, mhm, wo du die Zeit hast an einem Konzert, nicht. Das macht Tack und dann berührst du oder nicht. Mhm. Und darum sind die Überlegungen natürlich jetzt auch schon ein bisschen passiert. Wieso nicht auf Mundart zu wechseln? Oder eben ein Mix, oder? Das sagst du, ich mache beides, weil genau. Englisch ist dir auch sehr nach. Absolut. Und wird auch immer ein Teil sein. Und ich finde englische Musik cool. Aber ich sage auch nicht, dass man muss sich auch nicht für das eine oder andere entscheiden. Ja. Du, es gibt ja viele Leute, die sich immer fragen, wie sieht so ein Tag aus von einem Star? Weil bei Musikern weiss man ja, oder hört man ja oft, die stehen morgen auf, dann ist es Nachmittag um 4 Uhr. Und dann gehen sie ins Studio. Klische. Ja, genau. Wie hat dein Tag heute ausgesehen, zum Beispiel? Also, mein Tag hat so ausgesehen, dass ich also ich habe es gäbig, ich habe mir es wirklich gäbig eingerichtet. Ich wohne eigentlich direkt über meinem Arbeitsplatz. Also ich muss ja sagen dazu, ich bin nicht nur auf der Bühne, sondern ich habe auch ein Team. Wir haben ein Tonstudio in Thun, wo ich auch seit 5 Jahren mit dabei bin, als Produzent, wir machen Konzepte für andere Künstler und einfach so alles, was mit Musik zu tun hat, machen wir eigentlich. Und ich habe mir so eingerichtet, dass ich wirklich gerade oben dran wohne. Das heisst, ich kann um 7:45 Uhr aufstehen. Und bei 8 Uhr fix, fertig, duschen, alles. Im Büro schon, im Büro. Also im Studio. Genau, also ich habe mir das sehr gut eingerichtet. Mhm. Aber ich fange um 8 Uhr jeden Tag an zu arbeiten, weil wir einfach auch ein Tagesgeschäft haben. Und und das ist eigentlich gar nicht so viel anders als bei dir oder bei sonst einem Schweizer. Also es ist einfach ganz normal. Ich arbeite von 8 bis 6, 7 in der Regel an einem normalen Tag. Ausser natürlich ja, Termine oder Auftritte, da ist halt viel Wochenende oder Abend auch. Jetzt sagst du, Jessie, dass du auch als Produzent tätig bist oder auch in anderen Musikprojekten mitschaffst. Warum machst du das? Und nicht einfach deine ganze Energie in deine Musik investieren? Ja, ich hatte so einen Moment vor was ist das, fast 4 Jahren, wo ich einfach gemerkt habe, okay, jetzt musst du entscheiden, Jessie, entweder du schreibst einen Hit. Entweder du schreibst einen Hit und dann verschafft er Millionen. Oder du überlegst dir einfach einen Plan B oder einen Weg, der realistisch ist, mit der Musik können, zu leben. Ja. Und das war ein schwieriger Moment, wo ich eigentlich wusste, okay,
entweder ich gehe wieder in meinen alten Beruf zurück, als Pfleger, was auch sehr schön war. Aber dann habe ich weiss einfach, ich habe wieder keine Zeit mehr für Musik. Nur noch nebendran, wo du schon einen Beruf, der dich sehr einnimmt und sehr verschiedene Schichten halt muss schaffen in der Pflege, oder? Und dann habe ich gewusst, das ist es auch oder doch nicht, weil Musik mir viel zu wichtig ist. Und dann ja eigentlich alles schon total ins Rollen ist gekommen. Aber einfach gemerkt, es reicht gleich noch nicht ganz. Es reicht einfach noch nicht ganz zum Überleben. Irgendwie bist du noch zu wenig bekannt oder zu wenig etabliert. Genau. Und dann war es wirklich ganz einfach. Ich habe nach x-tausend Gesprächen mit Freunden und Familie oder was gibt es für Möglichkeiten, habe ich wirklich einfach eines Tages den Hörer in die Finger genommen und habe meinem Produzenten Thun angerufen und gesagt, hey, braucht er nicht einfach noch irgendjemanden, der ein bisschen hilft, zwischendurch, wenn er gut Zeit hat? Oder? Weil ich dann gleich nicht wollte, dass ich dann keine Zeit mehr habe für meine Musik. Also eigentlich zu viel Zwecke wollen. Seien wir ehrlich. Ich wollte eigentlich einen Nebenjob haben, wo ich weiss, da verdiene ich noch etwas. Hat auch mit Musik zu tun. Aber ich kann gleich noch meine Freiheit haben. Und jetzt fassen wir ein bisschen zusammen. Genau. Heute hast du eine Villa am Thunersee. Bist etabliert, bist Millionär. Schon? Hey. Noch nicht ganz? Nein, noch lange nicht. Hey. Da habe ich falsch in ich habe mir eigentlich immer mal meine erste Million in den Kalender geschrieben, aber das wäre schon letztes Jahr. Aber nächstes Jahr hast du es. Ja. Ich bin überzeugt. Aber kommt noch nicht so schnell ganz kurz in die Zukunft. Du hast vorhin ein bisschen angesprochen, der Göll oder der Traufer, die Bützerbuben, der bist auch mit involviert. Ich glaube, irgendwie sogar jetzt im letzten Grund haben die Konzert, November oder so. Nächstes Jahr im August, also 2020, im August spielen wir zwei Shows im letzten Grund. Eine ist schon ausverkauft, unglaublich. Ja. Und die zweite ist, ist jetzt so in Verkauf gestartet, wo einfach immer noch eine grosse Nachfrage ist. Was hast du dort für eine Rolle? Bist du Produzent, oder? Ja, ich habe vor allem die ganzen Vocal-Arrangements helfen machen. Also, wenn man sich vorstellt, es gibt ja viel auch immer die Backing-Vocals, also die Background-Stimmen, die man auf der CD hört. Da habe ich geholfen, die arrangieren. Habe die dann, wo ich selber auch Background-Sänger bin beim Göllen, bin ich auch in das Büzenbuben-Projekt eigentlich wie ein bisschen reingerutscht. Also, ich habe plötzlich auch mit dem Traufer arbeiten. Müssen? Nein, ich finde es super. Nein, ich finde es wirklich cool. Es ist eine super Sache. Und eben auch wieder ein Projekt, das einfach mit Leuten ist, die Fakt. Und eben einerseits hinterher so ein kreativ eben die Arrangements gemacht und andererseits als Sänger auf der Bühne dann auch im letzten Grund nächstes Jahr. Also wir könnten noch stundenlang schwätzen miteinander, weil du hast eine Wahnsinnsgeschichte. Also am Anfang schon gesagt, 27 und hast schon viel, viel mehr erlebt als ganz, ganz viele Leute, die 60 sind oder noch älter. Ich weiss es nicht. Ich würde mit dir noch gerne einen Deal machen. Bist du so einer, der Deals macht? Eigentlich nicht, aber... Nicht? Aber komm, wir machen eine Ausnahme. Also schau mal. Wir geben unseren Gäste oder dort, wo wir dürfen, zu Gast sein, geben wir immer ein Holzherz. Das ist übrigens gemacht von einem Heim, wo Menschen arbeiten mit geistiger Beeinträchtigung. Also es ist handgemacht. Es ist nicht ein Privalo oder so etwas, aber viel wertvoll. Super, ja. Und ich frage die Gäste immer, was würdest du denn gerne in das Herz reinbrennen, wo du sagst, das sollte für immer bleiben? Reinbrennen? Also eine Schrift? Oder irgendetwas, was dir wichtig ist? Was für immer soll bleiben? Also, was mir extrem wichtig ist, ist einfach, es passt eigentlich sehr gut zum Herz, ist Liebe schenken. Also, wenn ich das jetzt reinbrennen hier oder einen Schriftzug, oder, ich finde einfach, wichtig ist Liebe schenken. Also, mir ist das extrem wichtig. Das ist so ein mein Lebensmotto, wo ich einfach gemerkt habe, wenn Liebe ist, kommt auch einfach immer viel zurück und es ist immer so gewesen. Okay, also das gebe ich dir extrem gerne, weil ich finde, das ist passender, kann es gar nicht sein. Und der Deal, den ich dir vorschlagen wollte, ist, ich wäre dir extrem dankbar, oder sicher unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, vielleicht für eine CD handsigniert von Jesse Rich. Das ist ein fairer aktuelle. Deal. Machen wir das. Machen wir. Wie lange würdest du jetzt so einsetzen? Ja, fünf. Fünf CDs? Fünf CDs also. Super. Und diese CDs die könnt ihr haben, wenn ihr schreibt an social@lukas-schwetz.ch. Die wir dir noch einblenden. Jesse, was ist so in den nächsten fünf Jahren für dich noch so wirklich das Zentrale, was du sagst? Das ist noch so ein Meilenstein, den ich mir gesetzt habe, nebst der Million. Genau. Ja, aber das, was ich vorhin kurz angesprochen habe, würde mir halt so diesen Radio-Hit noch ein bisschen wünschen. An dem arbeite ich auch noch. Das ist schon so, einfach so ein Song, der wirklich so ein bisschen auf und ab gespielt wird im Radio und plötzlich selber einsteigst und merkst, jetzt läuft er gerade, dann schaltest du schon, oh, da läuft er ja auch noch. Das ist so, ja, einfach ein Song, wo viele Leute mitsingen. Das würde ich mir wünschen. Ich schaue ein bisschen in die Zukunft. Ich bin sicher, in den nächsten fünf Jahren wirst du diesen Song haben, weil du einfach ein guter Typ bist, gute Musik machst und ich bin sicher, dass es klappt. Also ich drücke dir alle Daumen. Und wenn du Hilfe brauchst im Fall,
Gell? Ich bin ein grossartiger Sänger, dann machen wir ein Duett zusammen, das wirklich mitten ins Herz geht. Also ich wollte hören. Das ist ein Deal. Das ist ein Deal, ja. Gut. Danke dir vielmals für eine gute Zeit. Und eben die, die Lust haben, der Jesse Rich, nächstes Jahr im letzten Grund mit den Büzerbuben unterwegs. Oder natürlich auf deiner Homepage, die kannst du vielleicht auch noch schnell sagen. Genau, es gibt immer wieder Daten auf www.jessierich.ch. Einfach schön verfolgen und mal vorbeikommen. Und wir zwei, wir singen jetzt noch ein bisschen und üben noch ein bisschen unserem Duett. Und wenn ihr Lust habt, nächsten Dienstag um die gleiche Zeit auf dem gleichen Sender, wenn es wieder heisst. Einfach Mensch. Oh, wir sind doch auch nur aus Mensch. Knochen und Fleisch. Ein Herz, das schlägt. Seelen und Geist. Einfach nur Mensch.